Du kannst alles schaffen. Die Frage ist nur, wie sehr willst du es? Ja, Freunde, es ist endlich wieder soweit und zwar steht heute der Rocket League Coaching Day an. Ein Großteil der Athleten ist da, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und jetzt gibt es wie immer ein bisschen Motivation, anschließend Posing und dann seht ihr, wie es weitergeht. Let's go! So, wir haben hier den ersten Athleten, den Stefan, kennt ihr ja schon aus den Videos zuvor, 2 Monate im Coaching. Du hast es heute noch rechtzeitig zum Coaching Day geschafft. Wie findest du es bis jetzt? Es ist ein anderes Gefühl, wirklich. Mhm. Deine anderen Athleten zu sehen, ja, sich als Kollektiv zu sehen, zu trainieren, Vollgas zu geben, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und was sagst du? Du hast die Athleten ja immer nur in den Insta-Stories gesehen, weil ich immer meine Updates poste. Wie sehen die live an? Ich meine, jetzt sind die noch angezogen, wir machen nachher einen Formcheck, aber so durch die Shirts, was sagst du? Also ich habe ja schon Mr. X und Godzilla abgecheckt und ich muss sagen, also da ist nichts anders als auf Social Media, das ist echt krass. Okay. Und ich muss auch sagen, vor allem bei Mr. X, sowas habe ich auch noch live nicht gesehen. Ja, dann warten wir ab, bis gleich das Posing losgeht. Als nächstes haben wir hier mal Bocco und Phil, aka Godzilla. Was sagt ihr zum bisherigen Tag? Wie gefällt es euch heute? Also, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe das Team jetzt erstmal so kennengelernt. Ich kannte zwar Rocky und deinen Cousin Michael von dem Podcast. Aber jetzt erstmal so das Gefüge, so dieses Teamgefüge ist übel geil. Also, auch dass ich direkt meine Frage wieder stellen konnte. Wie immer. Ja, Mann. Heute ohne Overhead Projector. Genau. Nee, aber also, man kam da hin. Und gefühlt waren das so direkt so die Homies, mit denen man so abhängt. Und jeder hat halt eben so, ist in seiner eigenen, also jeder weiß davon, wofür wir das machen, so mit diesem Fitness-Game. Und das finde ich halt geil. Ja, vor allen Dingen jeder so auf Augenhöhe. Genau. Man fühlt sich so, als kennt man jeden schon. Genau, das ist mir halt extrem wichtig, so als Team. Und Phil, was sagst du? Ich habe eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass der Tag super war bis jetzt. Ja. Coole Atmosphäre. Mega. Und gleich noch Posing-Update, ne? Auf jeden Fall. Dann zeigst du ein bisschen kurz, ne? Mega gespannt drauf. Hier einmal Tobias Mills am Start. Wir haben bis jetzt 14 Kilo abgenommen, ganze 14 Kilo. Ja. Allerdings warst du jetzt wieder, muss man sagen, etwas erkältet, warst krank. Aber warum lässt du dich davon nicht so demotivieren? Weil das ist ja schon ein paar Mal bei dir so gewesen. Ja, das ist richtig. Zum einen, weil ich einfach eine Verpflichtung habe dir gegenüber, ne? Weil du hast ja eben auch schon mal gesagt, das wäre wirklich wie so ein Arbeitsverhältnis hier. Ne? Und vor allem auch, weil ich einfach auch schon die Erfolge jetzt gesehen habe, die ich erzielt habe bis jetzt und einfach auch nicht mehr in den Trott oder ins alte Ich quasi zurückkehren möchte, sondern einfach weiter vorausschauen möchte und mich weiterentwickeln mag. Wir haben ja zwei Athleten, einmal den Nick und den Nils. Beide waren auch an Morona erkrankt. Wie war für euch der Wiedereinstieg ins Training? Ich gebe direkt mal rüber an den Nils. Ja, ich hatte ja zeitgleich mit der Rocky-Corona. Richtig. Wir haben uns aber nicht gesehen. Wir haben uns nicht gesehen. Wir hatten eigentlich ein PT geplant. Richtig. Haben das dann aber abgesagt, weil wir beide infiziert waren. Ja. Verlauf war bei mir, glaube ich, ähnlich wie bei dem Rocky. Ja, also war hart. Lunge war auch echt lange ziemlich demoliert. Immer noch teilweise beim Training merke ich es, oder jetzt auch gerade bei der Jahreszeit mit der Allergie, dass es ab und zu noch auf die Lunge geht. Ja. Also die Puste ist nicht mehr so, wie sie vor Corona war. Auf jeden Fall. Und, aber ansonsten, Kraftwerte kommen jetzt langsam wieder. Ja, Masse kommt auch langsam Masse wieder, das freut mich. Weil du warst ja, ich meine, die Leute verfolgen es ja auch immer wieder mal da und hier war es. Genau. Jetzt haben wir geguckt, dass wir so ein bisschen die Schlafroutine optimieren. Genau. Ernährung noch mal mehr optimieren. Genau.
und dann sollte das auf jeden Fall, ich hoffe mal, wieder bergauf gehen. Ne? Bei den Subs bin ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr am Start, dass ich mein C und so nehme und genau. Bin zuversichtlich, dass das dann... Also drück mir die Daumen und bei Nick, wie war es für dich? Ich habe mich tatsächlich im Deload infiziert, sprich in meiner trainingsfreien Woche. Im Urlaub sogar, glaube ich. Ja, genau. Und dann war ich mit dem Deload 3,5 Wochen raus aus dem Training. Und der Wiedereinstieg war dann halt Kraft weg, Werte unten. Von Corona selbst spüre ich tatsächlich gar nichts mehr. Ich fühle mich wieder topfit und Werte sind wieder oben, Pairs werden wieder geknackt. Also weiter geht's. Fertig mit dem Workout, das hat sich schon ein bisschen gezogen. Einige Athleten sind noch unten, die ein bisschen mehr Volumen brauchen heute. Aber jetzt, wie schon angekündigt, einmal das Posing. Und ich werde sagen, wir machen das nach dem Alter. Der Jüngste darf heute als Erstes. Viel Spaß dabei. Keine Ahnung, wie irgendwas eine Pose gibt. Weißt du, die Pose ist? Deswegen muss man raus. Okay, also, mit Dennis arbeite ich seit 1.6. letzten Jahres. Du warst way in der Off-Season. Wir haben erst einen Cut gemacht. Deine Schwächen. Was meint ihr, was waren die Schwächen bei Dennis? Schulter. Schulter. Ich weiß nicht. Ja, okay, ich hab's. Aber haben wir ordentlich draufgepackt an der Gesamtsymmetrie. Ja, Brust ist dominant, würde ich sagen. Wir fangen jetzt mal die Frontpose an. Okay, top. Wow. Geil. Aktuelles Gewicht? 95. 95, ne? Ja, Ivo Classic so als Hauptwettkampf, ne? Und dann über den Rest schauen wir noch. Erzähl den Leuten mal, wie lange du trainierst. Seit 13 Jahren ungefähr. Und wie oft kriegst du Stoff, Entschuldigung? Eigentlich redet keiner mit mir. Ihr mag's, okay. Beim Sport, ja, aber eigentlich öfter, ja. Öfter schon, ne? Ja. Okay. Aber, ja Leute, also ich denke schon, dass das natural auf jeden Fall erreichbar ist. Man muss dazu sagen, es ist eine Ausnahmegenetik. Du hast bis jetzt einfach immer nur durchgeknüppelt, ne? Immer, ja. Ohne. Und jetzt haben wir mal das System hinter, ne? Ja. Und das schlägt auch gut an, sagst du? Ja, sehr gut. Sehr gut sogar, ne? Ja, dann würde ich euch nicht auf die Folter spannen. Das ist Natural Bodybuilding. Sehr gehobenes Level. Line-up bitte von vorne. Auch schon trocken, ne? Front nochmal weiße. Dreh dich ein bisschen nach vorne. Jawohl. Ellbogen ein bisschen tiefer. Jawohl. Vorm Lat noch irgendwie dran. Side Chest.
talking nervously. We close, it won't be long now. You made me write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know I like I found you for. Jo, wir sind jetzt gerade hier bei mir im Garten. Ich habe mir gedacht, nach der geilen Trainings- und Posing-Session machen wir uns hier einen schönen Nachmittag. Haben auch schon was Geiles gegessen. Dennis, was sagst du jetzt nach dem guten Essen? Ich meine, du hast dir selbst was mitgebracht, weil du bist natürlich auf Diät. Genau. Wie gefällt dir der heutige Tag bis jetzt? Also ich muss wirklich sagen, drei Wochen, das ist jetzt fast die vierte Woche, wo ich in der Prep bin. Die Trainingsintensität nimmt natürlich zu. Und ich muss sagen, das gibt mir jetzt auch voll viel heute. Ne? Also es ist richtig schön auch jetzt zu sehen. Wir sind ja doch deutlich mehr als bei den anderen Athletentreffen. Ne? Und ja, jetzt auch hier in der Sonne zu sitzen, so im Garten, das ist schon Lebensqualität, würde ich sagen. Ja, gefällt mir richtig gut. So, dann haben wir einmal ganz frisch dabei den Joel. Der startet offiziell erst in 3 Tagen. Aber ich habe mir gedacht, der kommt jetzt auch noch dazu. Und den Tobias. Wie hat der Tag euch bis jetzt gefallen? Ich starte einfach mal. Also ich fand den Tag heute mega gut. Also wirklich auch so ein erster Eindruck davon zu bekommen, wie es ist, miteinander zu trainieren. Und auch die Intensität, die hat sich irgendwie auch ein bisschen gesteigert, weil man sich auch gegenseitig gepusht hat irgendwie. Und das Training hat halt immer, also ich bin sonst immer allein am Trainieren und da ist man immer so, ja, man ist so für sich, aber man gibt nicht so Vollgas. Und wenn man jetzt hier zusammen war, da habe ich immer jemanden gehabt, der mich gepusht hat und da war ich immer voll dabei und das hat auch wirklich gut getan. War mal nett halt mal die anderen mal kennenzulernen. Ja, man weiß ja neben einem, man ist nicht alleine, ne? Man merkt immer so in den E-Mails, okay, man kriegt viel Aufmerksamkeit, aber man weiß, oder das geht so ein bisschen runter, dass da noch ganz viele andere neben einem sind, die genau die gleiche Aufmerksamkeit bekommen oder auch verdienen. Und jetzt die anderen Jungs mal kennenlernen, mal so ein bisschen persönlicher werden. Und dann, ich freue mich auf die nächsten Coaching Days, wo man so ein bisschen auf der zusammenkommt und ein bisschen die neuen Freundschaften ein bisschen festigt. Wie war der heutige Tag für dich? Das war ja mein erster Rocky League Coaching Day. Oh, gut gesagt diesmal! War auf jeden Fall eine coole Erfahrung, ne? So viele Athleten auf einem Spot im Fitnessstudio. Das hat sich teilweise ein bisschen angefühlt wie so bei einem Wettkampf. Ne? Da sieht man ja auch viele Athleten, die, sag ich mal, den gleichen Mindset haben hinsichtlich dieses Sports. Und pusht einen selber halt auch nochmal. Dann hatten wir auch noch 2 Wettkampfathleten. Ne? Wie fandst du die jetzt live? Krass, ne? Also auf jeden Fall. Ja, also es gibt ja die Leute, die sehen auf Bildern krass aus und dann gibt es halt die Leute, die sehen in live geil aus. Ne? Und dann hatten wir so eine Posing-Session. Brutal, ich glaube, die abgezogen in, keine Ahnung, 3-4 Monaten. Das wird krass. Bin gespannt auf die Journey. Geil. Ja, so Anlässe pushen mich natürlich auch extremst als Coach. Erstmal nochmal danke an jeden, der heute gekommen ist und auch der bei mir im Coaching ist. Ich versuche auch über so Events ein bisschen was zurückzugeben, den Vibe zu fördern und das ist wieder, wie du schon gesagt hast, man sieht die anderen Athleten, man weiß, okay, Leute leiden genauso, Leute trainieren genauso hart und dann schauen wir einfach mal beim nächsten Mal, wer sich gut verbessern konnte. So. Und ja, das war's schon mit diesem Video, mit dem Rocky League Coaching Day. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Wer auch sagt, hey, ich hab Bock auf diesen Team Spirit, auf ja, geilen Muskelaufbau, der kann natürlich gerne den Link unter diesem Video abchecken und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace.